Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alder's Blood. Eine Mischung zwischen Darkest Dungeon und XCOM, so wie das scheint. Das ist immer noch die gleiche Aufnahmesession wie Folge 1, deswegen habe ich hier noch keine Namen eingestellt. Wenn ihr einen Jäger haben wollt, bei mir im Squad, dann schreibt in die Kommentare, wie euer Jäger aussehen soll und wie er heißen soll. Ich habe in der letzten Folge, bin ich hier schon mal durchgegangen, ich mache es nochmal ganz fix, damit ihr nochmal seht, was es zur Auswahl gibt. Ja, es gibt verschiedene Porträts und es gibt zwei verschiedene Jagdmonturen und die gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Stimme halte ich mal jetzt für nicht so wichtig, aber für die Rollenspieler unter euch mache ich mal ganz kurz Stille. Curses. Das sind die vier Stimmen. Wenn davon was für euch dabei ist, dann bitte in die Kommentare und dann füge ich euch ein. Ich werde das gleich auch nochmal auf Twitter posten, damit alle die Chance haben, mitzumachen. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Gaststätte und räumen da die Monster aus, oder? Auftrag ausführen. Jäger können sich zwei... Es fängt ja gut an. Jäger können sich frei zwischen Feldpunkten wägen. Ich kann nicht lesen. Klicke auf Fortfahren. Unliebsame Gäste. Die Bestien greifen das Tor an. Schnell, ihr müsst gehen. Wir werden unser Leben nicht mit einem Frontalangriff wegwerfen. Die Bestien sind uns zahlenmäßig überlegen, aber wenn wir ihre Rudelanführer töten, wird sich der Rest zerstreuen. Seht ihr die Großen da? Das sind unsere Ziele. Der Rest ist unwichtig. Schaut, dieser hier hat uns den Rücken zugewandt. Eine perfekte Möglichkeit für uns anzugreifen. Achtet darauf, dass er uns nicht sehen oder riechen kann, bevor der richtige Augenblick gekommen ist. Reaktion der Monster. Von einem Monster bemerkt zu werden, löst eine Reaktion bei ihm aus. Wird ein Jäger während seiner Bewegung bemerkt, wird es sofort stehen bleiben. Und die Krieger... Wird der Jäger wahrscheinlich sofort stehen bleiben, weil da steht S. Wird der Jäger sofort stehen bleiben und die Kreatur wird auf ihn reagieren. Entweder durch einen Angriff oder, sollte es sich um einen Kreischer handeln, durch einen schrillen Schrei, der weitere Monster alarmiert. Nutze die Kieselsteine, um die Blickrichtung deiner Gegner so zu verändern, dass du dich ihnen von hinten nähern kannst. Anzeigen unter jedem Monster signalisieren seinen Status grau, passiv, nichts ahnend, gelb alarmiert, suchend, rot aktiv, bereit zum Angriff. Kleine Pfeile zeigen die Blickrichtung der Bestien an. Denke immer daran, ein Angriff aus dem Hinterhalt mit einer kleinen Waffe wird einen gewöhnlichen Gegner immer niederschlagen und für eine Verbannung verbunden machen. Alles klar, vielen Dank. So, er guckt jetzt also da oben hin. Das sehen wir an dem kleinen Pfeil da. Ich weiß nicht, weil der länger ist als die anderen. Der Wind zieht nach hier. Das heißt, wenn wir uns hier hinstellen... Ich glaube, wenn wir uns hier hinstellen, dann riecht er uns. Hier ist der Wind. Seht ihr das, was hier weggeht? Das ist unser Gestank. Töte den ersten Jauler. Einer noch übrig. So, ich kann doch jetzt bestimmt hier durchwechseln. Wo ist der Typ mit der Axt? Zerschmetternder Schlag. 50 bis 120 Schaden. Was ist denn, wenn ich jetzt mit ihm, mit seiner kleinen Waffe hingehe und das Monster backstabbe? Boah, das ist ja eine große Waffe. Moment, du hast doch auch... Geh den mal... Ach, der kommt da gar nicht hin. Doch, kommt er ja. Stimmt. Abtrennen. Du gehst mal dahin und stichst ihm in den Arsch. Charakter, die von einer Blutung betroffen sind, verlieren 20 Lebenspunkte zu Beginn von jedem Zug. Blutende Einheiten sind außerdem anfällig gegenüber geistigem Schaden. Mit Bandagen können Blutungen behandelt werden. Also wir haben ihm jetzt ein bisschen Schaden gemacht. Aber viel wichtiger ist, dass er jetzt erstmal am Boden hängt. Ich backstab den jetzt nochmal. Macht er nicht wirklich viel Schaden. Kann ich jetzt nochmal? Das könnte ich wahrscheinlich nochmal machen, ne? Genau, ich kann jetzt nochmal auf ihn einhacken. Oh. Ne, stell dich mal genau dahin und dann schlag den. Müsste jetzt also fast tot sein. Ja, er hat noch 22 HP. Und du darfst jetzt natürlich auch mal draufhacken. Kommst du da ran? Da kommst du ran. Und drauf geht's mit der Axt. Enthaupte den. Schön. Alles klar. Es sollte noch einen geben, aber wo ist er? Manchmal muss zum erfolgreichen Beenden eines Auftrags ein anderes Ziel als das Töten von Monstern erfüllt werden. Es gibt drei Arten von Zielen. Bewege dich zu einem Ort, aktiviere einen Gegenstand und hebe einen Gegenstand auf. Dein nächstes Ziel ist es, dich zu einem Ort mit dem Schuhsymbol zu bewegen. Lauf einfach darauf zu und schau, was passiert. Also dahin, in die Deckung aber. Dann gehen wir in die Deckung. Kann ich hier irgendwie laufen, sodass ich nur einen Punkt verbrauche? Nein.
Nein, dann kann ich auch die volle Bewegung machen. So, jetzt ist er in Deckung. Er muss sich jetzt ausruhen, weil der kommt sonst nicht weit genug. Du kannst noch bis hier hingehen. Und da ist das zweite Tier. Was mit ihm? Achso, er ist müde. Er ist mui. Die sind alle mui. Okay. Wir beenden unseren Zug, um Ausdauer zu regenerieren. Und das Getier kommt wieder. Kommst du da ran? Ja. Der ist echt schnell. Er guckt nach da unten. Das heißt, hier hin kann ich mich stellen, ohne dass er mich bemerkt. Du kannst ihn doch bestimmt one-shotten, oder? 50 bis 120. Waiting for orders. Du gehst jetzt mal dahin und probierst mal was aus. Weil das ist jetzt deine Hauptwaffe, nicht deine kleine Waffe. Ich will jetzt wissen, ob man die damit auch betäuben kann oder ob das jetzt wirklich nur Schaden macht. Experimento! Betäubt ihn auch. Es ist also die Nahkampfwaffe. Darum geht's also. Okay. Dann finish den mal bitte. Gehst dahin und stichst den ab. Attacking. Ha! That one's death. Gut, zweiter Tot. Und da sollen wir hin. Passt auf, ein Kreischer direkt vor uns. Ja, den haben wir schon getötet. Diese Bestienart mag ungefährlich wirken, aber ihr Schrei wird Monster in der näheren Umgebung alarmieren, die unsere Position verraten. Dadurch würden wir ungewollte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Er ist nicht unser eigentliches Ziel. Lenken wir ihn ab und fokussieren uns auf die Jauler. Ups, ja, ich habe ihn gekillt. Naja. Töte den zweiten jungen Jauler, der wahrscheinlich hier irgendwo rumeiert. Was ist das hier? Ich weiß nicht, was das ist, deswegen möchte ich mal hier in Deckung. Ach, kann ich nicht. Dann geh mal. Dunkelheit, Aktivität gering. Okay. Ach, da kann man gucken. Aha, was ist das denn? Da sind wohl zwei Jauler. Wie es scheint. Jeder Jäger hat einen sechsten Sinn, den normale Menschen nicht besitzen. Er erlaubt den Jägern, die Anwesenheit von Monstern in der Nähe zu spüren. Selbst dann, wenn sie optisch nicht sichtbar sind. Noch nicht sichtbare Monster, die vom sechsten Sinn des Jägers erfasst wurden, werden als Schattengestalt dargestellt. Auch wenn ihre Position damit aufgedeckt wird, bleiben andere Merkmale weiter verborgen. Wie zum Beispiel welche Art von Monster. Wenn man auf ein Monster klickt, erhält man Informationen über einen Status, Widerstand und Schwächen. Außerdem verrät der sechste Sinn die Blickrichtung und Reichweite der Sicht der Bestie. Diese besondere Fähigkeit kann von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, sich heimlich in einem feindlichen Gebiet zu bewegen. Gut. Dann bleib du mal bitte genau da stehen. Du gehst mal da in den... Hier in den Busch. Und da ist noch ein Kreischer und hier ist noch ein Jauler. So, du gehst da in den Busch. Und jetzt beenden wir... Guck mal, du kannst eigentlich da raufgehen, ne? Geh mal da hoch. Jetzt kannst du die Runde beenden. So, der Jauler, der verschwindet und der... der Jauler kommt zu uns und der Kreischer bleibt weg. Das ist eigentlich ganz gut. Das Problem ist jetzt nur, dass er uns sieht. Wenn wir jetzt hier rauskommen, dann würde er uns wahrscheinlich sehen. Oder auch nicht. So, aber damit ich kein Risiko eingehen muss, kann ich ja auch einfach den Stein hier hinschmeißen. Und dann schaut er weg. So, ach so, er ist jetzt dran, deswegen kann ich nicht mehr wechseln, oder wie? Weil ich drücke gerade Tab. Aber ich kann nicht wechseln. Nee, er ist jetzt dran. Offenbar. Warum haben die keine Ausdauer? Naja. Dann werde ich dich jetzt mal backstabben mit meiner Axt. Oh. Okay, interessant. Also die Axt betäubt ihn nicht. Das ist schlecht, weil jetzt ist Ethan tot. Ethan ist tot. Weil ich kann auch nicht wechseln. Jetzt ist der Gegner dran, jetzt bringt er ihn einfach um. Oh. Oh. Chief. Oh, Double O. Ha. Jäger, die ihre kompletten Lebenspunkte während eines Auftrags verlieren, werden nicht sofort sterben. Stattdessen befinden sie sich an der Schwelle des Todes und können noch gerettet werden. Ein solcher Jäger kann keine Befehle mehr ausführen und ein Zähler über seinem Kopf zeigt die verbleibende Anzahl an Zügen an, die noch übrig bleiben, bis er verblutet. Aha. Um einen Jäger zu retten, der sich an der Schwelle des Todes befindet, platziere einen anderen Jäger direkt neben ihn und wähle den gefallenen Verbündeten aus. Diese Aktion verbraucht keine Ausdauer und kann durch jeden Jäger ausgeführt werden.
Ein Jäger kann nur zweimal während eines Auftrags an die Schwelle des Todes kommen. Sollten seine Lebenspunkte ein drittes Mal auf Null fahren, wird er sofort sterben. Okay. Wechsel mal auf die Knarre und dann zeigen wir mal, wie viele Felder Reichweite? Nicht genug. Geh mal schon mal hier hin. Du siehst jetzt den Kreischer. Du siehst aber auch den Hund. Yes, Team. Mir wär's lieber, wenn du den backstabst, aber dann bist du halt an dem Jauler dran. Das ist auch scheiße. Lock and loaded. Wir machen das mal anders. Du schießt mal auf den Kreischer, mal schauen, was passiert. Attacking. Ah, du krittest und bringst ihn um. Und dann kannst du eigentlich auch... Ach, damit kannst du jetzt eh nicht mehr angreifen. Du könntest noch einen Stein werfen, aber das würde ihn sowieso zu uns drehen. Dahin rennen kannst du auch nicht mehr, das heißt, lad einfach mal nach. Erschöpft, so müde. So, du kannst jetzt aber hinter den Hund gehen und ihn backstabben. Genau, okay, es geht also nur mit kleinen Waffen. Schlag nochmal auf den einen. Gut. Sehr gut, die Anführer sind erledigt. Die Horde wird sich in Kürze auflösen. Auftrag abgeschlossen, ohne Verwundete, ey. Okay, man muss echt aufpassen. Mit großen Waffen, hey, es gibt auch Frauen. Mit großen Waffen kann man keine Leute backstabben, weil die dann einfach entdeckt werden. Gut zu wissen. Jetzt wissen wir es, jetzt können wir drauf aufpassen. Klicke, um fortzufahren. So viel Eistee, Moment. Es ist die Pflicht eines jeden Jägers, die Menschheit zu beschützen, aber ein wenig Dankbarkeit hat noch keinem geschadet. Deine Gruppe erhält Gegenstände, Waffen, Talismane oder Ressourcen als Belohnung für abgeschlossene Aufträge und Aufgaben. Belohnungen für Aufgaben können in der Aufgabenübersicht eingesehen werden. Fahre mit dem Mauszeiger über das Symbol für weitere Informationen. Ja genau, und jetzt haben wir die drei Baupläne für die Jagdpistole, das Jagdnetz und die doppelläufige Schrotflinte erhalten. Plus das Silber, plus die Jagdmaterialien, plus die Erfahrung. Eine Jagdpistole. Macht ganz okay einen Schaden. Relativ gedämpfter Schuss, aber nicht vollkommen geräuschlos. Benötigt Munition und ist eine Schusswaffe. Das Jagdnetz ist bestimmt super und die doppelläufige Schrotflinte. Wer weiß, wie gut die ist. So, alle kriegen die gleichen XP, okay. Hat er jetzt irgendeinen Nachteil, weil er so viel Schaden bekommen hat? Nachdem der letzte Jauler tot war, floh das übrige Gesindel wie erwartet. Bald darauf schwang die Tore der Schenke auf. An der Tür wurden wir von der Mündung einer Flinte und dem strengen, finsteren Blick eines alten Weibes empfangen, der vermuten ließ, dass sie keine Angst hatte, die Waffe auch zu benutzen. Es wäre sicherlich nicht ihr erstes Mal gewesen. Finally. Endlich jemand mit Köpfchen. Bitte nimm das. Ich werde es nicht mehr benötigen. Vielen Dank, Frau. Das sieht ganz schön falsch aus. Oh, nenn mich einfach Ruth. Moment. Ist das Duke? My lady. Hallo, Ruth. Ihr beiden kennt euch? Yes. In der Tat, Ruth und ich sind schon seit Jahren befreundet. Sie hat mich schon das eine oder andere Mal zusammengepflegt. Oh, also ist Ruth auf einmal eine Freundin. Ja, so wie ich das sehe, muss ich dich ja nach jeder Jagd retten, von der du dich zurückgeschleppt hast. Immer noch ein bisschen stärker mitgenommen als beim letzten Mal. Also sag mir, mein Freund, wohin hat es dich diesmal verschlagen? Du warst wieder allein unterwegs, ohne deinen Leuten Bescheid zu sagen. Ups. Vielen Dank, Jäger, dass du mir diesen Narren zurückgebracht hast. Fühl dich wie zu Hause, während ich Duke verarzte. Ich muss sagen, er sieht deutlich schlimmer aus, als ich es mir je hätte vorstellen können. Die Dielen ächzten, als Ruth den humpelnden Duke in ein anderes Zimmer brachte. Kurze Stille. Ruth schrie, Was soll das heißen, du kannst nichts sehen? Ich kenne Duke seit Jahren, aber nach allem, was heute passiert ist, kommt er mir wie ein Fremder vor. Hat er seine Verletzungen wirklich heruntergespielt oder habe ich die falschen Fragen gestellt? Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Da ist seine junge Frau, Cora, die mit uns reden möchte. Ruth meinte, ihr gehört dieser Laden. Eine Gastwirtin, die beinahe noch ein Kind ist, an einem Ort wie diesem. Die Welt ist verrückt geworden. Ruth hat dir eine doppelläufige Schrotflinte anvertraut, doch sie ist leider stark beschädigt. Schade! Was für ein Geschenk. Dank, weißt du, ich habe ihr Leben gerettet und sie schenkt mir ihren Schrott. Naja.
Nutze die Gelegenheit, um dem Herstellungswagen einen Besuch abzustatten. Um das zu tun, klicke auf den Herstellungswagen in deinem Lager. Der Herstellungswagen ist für eine Reihe von Beschäftigungen wichtig. Am besten stattest du ihm früher als später einen Besuch ab. Geschäft betreten. Ist das der Herstellungswagen? Das ist kein Herstellungswagen, würde ich sagen, oder? Hier kann man Stachelfallen-Rezept kaufen. Bedeckt einen Bereich mit kleinen Stacheln. Das ist ja cool, dieses Medkit. Stachelfalle, bedeckt einen Bereich mit kleinen Stacheln. Wir haben aber eh kein Geld, also. Aber wir können Sachen verkaufen. Für kaum Geld, nice. Ins Lager vielleicht? Handwerkswagen. Nutze den Herstellungswagen, um neue Gegenstände, Waffen und Talismane herzustellen. Um etwas herzustellen, benötigen Jäger Ressourcen. Alle Ressourcen, die sich gerade in deinem Besitz befinden, kannst du in der oberen linken Ecke deines Bildschirms nachlesen. Fahre mit dem Mauszeiger über eine Ressource für mehr Informationen. Auf der linken Seite siehst du die momentane Anzahl an Blaupausen. Klicke auf eine der Blaupausen, um mehr Details über den Gegenstand inklusive der Kosten zu erfahren. Harpunenkanone? Sweet. Bereit anzufangen? Füge dieses Projekt deiner Herstellungsliste mit dem Button zum Herstellen hinzu. Das ist eine Liste aller aktiven Herstellungsaufgaben und die Arbeiten daran zu beginnen. Teile mindestens einen Jäger zur Herstellung ein. Erinnerst du dich an das schwarze Brett? Dort kannst du ein Projekt zur Herstellung zuweisen. In der rechten oberen Ecke findest du einen Button, mit dem das schwarze Brett geöffnet werden kann. Ja, hier. Solche Projekte benötigen natürlich Zeit. Um ein Projekt abzuschließen, musst du im Lager warten. Je mehr Jäger einem Projekt zugewiesen sind, desto schneller wird es auch abgeschlossen. Harpunenkanone. 2 Ausdauer. Oder? Ah ne, 2 Slots. Ja. Eigenschaften. Benötigt Munition, schwere Waffe. Verschießt eine schwere Harpune, die großen Stichschaden zufügt, ohne ein Geräusch zu verursachen. Oh yeah. Dafür brauchen wir allerdings Ritualzutaten, die wir nicht haben. Ich hätte gerne für jeden auch eine Knarre. Ich hätte echt gerne für jeden eine Knarre. Wir gehen mal auf die Aufgaben im Lager. So, irgendeiner von denen war doch besser im... Genau, Hugo. Hugo darf gerne Sachen herstellen. Lageraufgaben zuweisen. Der soll mal herstellen. Und Gegenstände. Wurfmesserwaffen. Gegenstände zur Herstellungsliste. Bauplan Benutzungen 1. How do I? Du machst mal Wachdienst, du darfst... Also der darf auf jeden Fall rasten. Der darf... Plündern? Basteln? Der soll mal plündern. Und der darf Wache halten. Eigentlich muss er auch nicht Wache halten, weil es passiert ja scheinbar nichts. Dann soll sie mal lieber plündern gehen. Wird jetzt aber schon die Knarre repariert? Ich schätze nicht. Wir machen das jetzt mal. Ach, jetzt hier da unten sind wir. Dann haben wir noch eine Knarre. Das ist doch okay. Was ist das? Ausrüstung. Lageraufgaben. Das sieht immer aus, als würde es da leuchten, aber das ist eigentlich bloß nur ein Detail. Die Jagdgruppe. Verwalte deine Jäger. Warte einen Tag. Opferung. Einen Jäger opfern, um einen anderen zu stärken. Bitte? Jäger wissen, dass ihre Zeit in der Wiege kurz und erbarmungslos ist. Um das Wissen und die Macht ihrer großen Denker und Krieger auch über deren Tod hinaus zu bewahren, haben die Jäger schon früh begonnen, die Gefahr des Todes und in ihre Rituale einfließen zu lassen. Wenn der Körper eines Jägers unter der Last der Verderbnis zu versagen droht, verschwinden sie ehrenhaft von dieser Welt und übertragen ihre Lebensenergie, um die nächste Generation zu stärken. Jesus Christ, sind die Hardcore. Um das Ritual durchzuführen, wähle einen Jäger, der geopfert, und einen anderen, der gestärkt werden soll. Beachte dabei, dass der Jäger, der geopfert wird, mehr Erfahrung haben muss als derjenige, der gestärkt wird. Okay. Ich möchte niemanden opfern, danke. Um eine Opferung durchzuführen, müssen 2 Positionen besetzt werden. Wähle einen Jäger aus, der geopfert wird, und einen anderen, der durch die Opferung gestärkt wird. Nein. Aber wir haben hier noch ein Gespräch. Thank you. Vielen Dank, mein Herr. Ich wünschte, wir könnten euch angemessen belohnen, aber wo ist dieses verdammte Gewehr? Ich glaube, das habe ich bereits. Die Dame Roof gab es mir. Oh, natürlich, Roof. Garstiges Weib. Aber ohne sie hätten wir niemals durchgehalten, bis ihr zur Hilfe kamt. Wer ist diese Frau? Sie scheint sehr vornehm zu sein, aber ich habe eine Dame noch nie zuvor eine Waffe benutzen sehen. Also, ich sollte wirklich nicht hinter ihrem Rücken über sie raiden, aber
Unter ihrer harten Schale verbirgt sich ein weicher Kern. Sie ist eine geübte Heilerin und sie hat uns Außenseiter noch nie im Stich gelassen, wenn wir mal verletzt oder krank waren. Akt 1. Wir verbrachten die nächsten paar Tage in der Schenke. Cora störte sich nicht daran. Wahrscheinlich fühlt sie sich sicherer, wenn wir da sind. Duke sieht schon wieder besser aus, aber wir sollten miteinander sprechen, aber um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Diese ganzen neuen Orte, Leute, Mysterien, es ist einfach zu viel. Aber ich muss mich entscheiden, wohin wir als nächstes gehen. Und zwar bald. Chief. Das ist der Duke. So sieht er eigentlich aus. Krasser Typ. Chief, wir sollten über das reden, was passiert ist, warum ich fortgegangen bin und das, was ich herausgefunden habe. Ich bin ganz Ohr. Also, ich bin alleine fortgegangen, weil ich nicht wollte, dass du mir folgst. Das dachte ich mir schon, aber warum? Und warum hier? Und wer ist Ruth? Was hast du uns noch alles verschwiegen? Ich war mir nicht sicher, wie meine Suche ausgehen würde. Jetzt siehst du, dass meine Sorge keine Einbildung war, obwohl ich eher materielle Bedrohungen erwartet hatte. Was meinst du? Hat das irgendetwas mit deinem alten Freund zu tun? Right, nicht wahr? Yes. Ja, Chief, aber er hatte recht. Wir haben in der Wildnis unsere Zeit verschwendet, indem wir ziellos umherstreiften. Ja, wir haben einigen Leuten geholfen, aber was hat es letztendlich verändert? Dass ein paar Außenseiter einen weiteren Monat in ständiger Angst leben können, bis irgendeine Meute sie findet? Diese Welt ist am Ende. Ganz egal, wie viele bist, den wir töten, wir werden sie nicht retten können. Aber du denkst, du hast einen Ausweg gefunden? Wright hat ihn gefunden. Ich glaube ihm. Er sprach von einer wunderbaren Welt, wie sie einmal war. Voller Liebe und Lebensfreude. Das war vor langer Zeit, als Gott noch am Leben war. Aber er ist von uns gegangen. Und genau das, mein Freund, ist nicht die komplette Wahrheit. Was meinst du? That is true. Es ist wahr, unser Gott ist schon lange tot, aber Gott ist kein Mensch, keine Bestie, er kann nicht einfach sterben. Also was ist dann mit seinem Körper? Der Leichnam liegt noch immer irgendwo da draußen und verrottet, verbreitet die Dunkelheit in der Wildnis. Ein Fluch, der eine ganz neue Art von Wahnsinn aus der Dunkelheit hervorgebracht hat und deswegen wurden diese Bestien mit jedem Jahr verdorbener. Die Stunde der Wahrheit rückt näher, Chief. In Ordnung, warte kurz, das erklärt immer noch nicht, wieso du hier hinaus zur Krone geritten bist. Ich denke, oder ich dachte, das wäre der Ort, an dem ich seine Überreste finden würde. Wright dachte genauso, wir hatten stichhaltige Beweise gesammelt, über Monate der Nachforschung hinweg. Und tatsächlich habe ich dort etwas gefunden. Eine abscheuliche Präsenz, die meinen ganzen Geist vereinnahmte. Ich habe Dinge gesehen, schreckliche Dinge. Dinge ohne jeden Sinn, ohne Bedeutung. Dieses Wissen hat mich mein Augenlicht gekostet. Nicht gerade mein bestes Tauschgeschäft, nicht wahr? Duke, wo befindet sich Wright jetzt? Chief, ich weiß genau, was du denkst, aber es ist nicht seine Schuld, was mir zugestoßen ist. Du solltest trotzdem mit ihm reden. Bis zum Vorfall bei der Krone war er mir eine große Hilfe. Du solltest ihn bei der wispernden Höhle finden. Sie ist nordwestlich von hier, an der Küste. Ich würde dir ja gerne auf der Karte die genaue Position zeigen, aber na, du weißt schon. Keine Sorge, ich werde den Weg finden. Bleib hier und ruh dich aus, ich werde bald zurück sein. Wispernde Höhle, oder? Ja, die wispernde Höhle. Noch mehr Dialog. Yes, yes. Meister Jäger? Bitte nenn mich einfach Chief. Chief! In Ordnung, Chief. Als er noch unter uns weilte, hat mir mein alter Herr viele Geschichten von Jägern erzählt, die Menschen in Not helfen. Dir laufen nicht gerade viele Jäger in dieser Region über den Weg, oder? Nein, nicht wirklich. Duke trifft sich ab und an mit Ruth. Einmal tauchte die Miliz auf und stellte Fragen. Mir scheint, als würden Reisende wie ihr von den Stadtbewohnern nicht gerade herzlich empfangen. Habe ich recht? Wir sind ausgestoßen, nicht länger Teil dieser Gesellschaft, aber ich glaube kaum, dass es hier gerade darum geht. Ja, natürlich. Versteh mich nicht falsch. Wir sind dankbar, dass ihr uns geholfen habt, aber meine Jungs erzählen, dass immer noch Bestien um die Schenke streifen. Diese Monster auf der Straße sind schlecht fürs Geschäft, wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Außerdem wirken sie nicht gerade positiv auf die Lebenserwartung aus. Ich werde mich darum kümmern. Boah, wirklich? Das ist großartig. Wenn du zurückkommst, werde ich dir eine Belohnung überreichen, ein altes Schmuckstück meines Vaters. Er meinte, es hätte ihm während des Krieges Glück gebracht. Belohnungen sind immer gern gesehen. Wir überprüfen die Straßen für dich und kommen zurück, sobald sie wieder sicher sind. Okay, eine Sidequest. Und ein Kodex.
Jagdgesellschaft. Verhungern, Resist... Ach, das ist einfach bloß Tutorial, Digga. Okay. Fraktionsloyalität. Die großen Häuser der Stadt kontrollieren und beeinflussen so ziemlich alle politischen Entscheidungen in der Region. Deine Jagdgruppe wird manchmal für sie arbeiten müssen und dabei eine Beziehung aufbauen, die mit Ansammeln von Loyalität verbessert wird. Ein höherer Wert an Loyalität zu einem Haus ermöglicht es dir, Verbesserungen für den hauseigenen Laden zu erwerben. Verbesserungen beinhalten günstigere Preise, einen höheren Lagerbestand und die Verfügbarkeit von einzigartigen Waffen und Gegenständen. Haus Moore. Bankier und Geschäftsmänner. Sie sind seit Beginn der Geschichtsschreibung ein Teil des Großen Rates. Eines der ältesten Häuser in der Geschichte werden sie heute von Hüter der Münzen geführt. Cornelius Moore. Preisstufe Tier 2, okay. Haus Wright. Es ist das kleinste Haus in der Stadt und bekam einen Sitz im Rat erst kürzlich zugeteilt. Wissenschaftler und Historiker. Es ist innerhalb der Elite kein Geheimnis, dass die Wrights ein Faible zum Okkulten haben. Auch wenn solche Interessen eigentlich stark verpönt sind, gab es nie einen Beweis für solche Tätigkeiten. Nur einer der Gründe, wieso sie noch immer an der Macht sind. Haus Blackwell. Eine alte Aristokratenfamilie, die sich an ritterlichen Tugenden klammert. Das Haus Blackwell hat noch immer große Besitztümer außerhalb der Stadtmauern. Seit Jahrzehnten befindet es sich in Konflikt mit Haus Ashmore, da das Haus Blackwell einst für die Verteidigung der Stadt zuständig war. Auch wenn das alles schon Jahrhunderte her ist, der Groll aufeinander blieb immer derselbe. Haus Moore. Moment. Haus Ashmore. Von Natur aus militärisch veranlagt, Mitglieder dieser Familie waren fast ausschließlich hochdekorierte Angehörige des Militärs. Im Laufe der Zeit gab es große Anführer, aber auch mächtige Diktatoren. Das Haus wird geführt von General Ulysses Ashmore, ein Veteran aus den Penny King Kriegen und Kommandant der städtischen Armee. Aha. Interessant. So kann ich jetzt hier noch irgendwas machen. Hier ist die Krone, hier sind wir gerade. Hier ist die Schenke. Ne, Moment mal. Hier ist die Main Quest, da müssen wir hin. Das ist Sidequest. Da können wir auch noch hin. Das entscheide ich dann wohl das nächste Mal spontan, wo wir hingehen. Ich sag's noch einmal, wenn ihr eure Charaktere bei mir haben wollt, dann schreibt in die Charaktere. Schreibt in die Kommentare unten, wie euer Charakter heißen soll und wie euer Charakter ungefähr aussehen soll. Und wenn ihr haben wollt eine spezielle Stimme, dann müsst ihr eine spezielle Stimme auswählen. Am Anfang des Videos habe ich das gezeigt. Im letzten Video habe ich das gezeigt. Das müsste eigentlich reichen. Gut, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt's die gesamte Playlist zu Alder's Blood. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt's eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jack und ich sage noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.